Hi und willkommen zu einer weiteren Folge Novus. Wir gehen mal direkt auf den Server. Heute steht Hausbau weiterhin an. Ich möchte mich dran halten, ich möchte es endlich fertig bekommen, weil wir dann dort endlich unsere Sachen integrieren können. Und von dem her Hausbau weiter. Momentan steht ja bei uns jetzt an die zweite Etage von der Grundfassade und ich denke, dass wir da recht weit kommen können. Gleich wird es auch noch eine kleine Änderung geben in dem Hausstil des Ganzen. Es wird nämlich noch ein Balkon eingebaut, werdet ihr dann gleich sehen. Werde ich ja alles jetzt zeigen. So, erstmal müssen wir drauf kommen. Das Ganze dauert ja wie immer etwas länger. Wie ich mich erinnere, hey, grüßen wir erstmal, war ich so ein bisschen out of Materialien mal wieder. Nee, es geht tatsächlich noch ein bisschen, aber so krass sind wir nicht mehr unterwegs. Von dem her werden wir wahrscheinlich langfristig nicht drum herum kommen und uns ja, paar Tintensäcke wieder farmen müssen. So, ich lege mich direkt ins Schlafen. Können wir das schon mal überspringen? Und ja, sonst viel Spannendes von meiner Seite aus gibt es tatsächlich nicht zu erzählen. Ich werde jetzt die Tage wieder einen Vlog aufnehmen. Ich denke, das wird in Richtung Weiß Ast mal wieder gehen. Von dem her das so als kleine Info. Und naja, okay, gut. Erstmal überlegen. Jetzt fangen wir nämlich einen komplett neuen Abschnitt an, was ein bisschen ja, trickiger wird. Oder was heißt trickiger? So schwer ist es nicht. Wir brauchen erstmal Downsteps. Das ist das Erste, was wir benötigen. Von dem her brauchen wir Stone. Davon sollten wir, genau, das tolle T-Problem. Das ist echt, das ist nicht zu fassen. Ich spamme hier das T und das will, genau, irgendwann mal geht's dann. Aber wieso das dann Jahre braucht, weiß ich nicht. Okay, wir haben kaum noch normales Stone. Ich hoffe, ich habe da mal was nachgelegt. Nein, hatte ich leider nein. Nein, nein, hatte ich leider nein. Super Aussage, nein, hatte ich leider nicht. So, okay, der ist aber am Machen. Müssen wir uns ganz kurz geduldigen. Gut, das hätten wir sowieso später machen müssen. Solange die dann arbeitet, können wir mal Tintensäcke farmen gehen. Wegen dem Baum. Ich habe dem Basti jetzt in Skype nochmal geschrieben heute, dass wenn er ihn nicht wegmacht, es Strafe gibt. Und das bleibe ich dabei, habe ich in der Folge gesagt. Die Frist ist eigentlich schon längst abgelaufen. Von dem her warten wir jetzt mal ab, was er noch darauf mir antwortet. Und dann überlegen wir uns mal was Schönes für ihn. Okay, Tintenfische gibt es anscheinend gar keine. Oder die werden noch nicht angezeigt. Das ist auch oft das Problem, aber sehe auch keine. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Wirklich gar kein. Aha. Jetzt werden sie angezeigt. Oder sind die gerade erst gespawnt? Weil davor hatte ich die noch nicht gesehen auch. Naja. So, da haben wir Tintensäcke. Sehen wir auch dann direkt hier. Alles perfekt. So. Zum Weiß Ask. Das fragen immer wieder Leute, dass sie. Oder wurde gefragt, jetzt ein bisschen her, das letzte gemacht hatte. Wie man denn da reinkommen würde, wie man mal schreiben kann, alles über Twitter. Das heißt, ich werde bei Twitter ankündigen, ein paar Stunden bevor ich das aufnehme, dass man da Fragen stellen kann und dann einfach Fragen stellen. Von dem her, das nur dazu. Einfach dann, ja, bei Twitter folgen und dann alles angucken. Nächste Sache ist, für die, die das mitgemacht hatten, das Gewinnspiel von vor ein paar Tagen habe ich aufgelöst. Ihr seid alle per YouTube-Nachricht kontaktiert. Also von dem her, checkt da euer Postfach aus, für die, die dort mitgemacht haben. Vielleicht habt ihr eine Nachricht von mir und dann könnt ihr euch einloggen und dann solltet ihr eigentlich den Server haben. So, ist es nach unten gefallen was? Ne, ich habe, glaube ich, alles eingesammelt. So, die Frage ist jetzt, wie viel wir noch überhaupt farmen müssen. Oder ich erstmal sollte. Viele Squids sind auch gerade nicht mehr da. Da haben wir schon das meiste wieder weggefarmt. So, d-d-dum. Ich bin auf jeden Fall hier der Squid-Killer in Novus. Ich habe bestimmt die meisten getötet. So, können wir wieder zurückfliegen. Wir brauchen nämlich noch zwei weitere Items. Die müssen wir uns jetzt craften. Wir brauchen Carpenter, Dings da, Fence, denke ich, oder wie war denn nochmal der Name? Muss ich gleich nochmal nachgucken. Und wir brauchen Stone Slabs für den Balkon selber. Und das sind die zwei Sachen, die wir uns craften müssen. Und für das eine brauchen wir auf jeden Fall Stone. So, wie schaut es denn aus? Haben wir noch Carpenter-Blöcke? Ja, total viele. Dann können wir uns erstmal hier ein paar neue machen. So, rein geht's. Dann. X brauche ich jetzt erstmal so viele nicht. Ich mach mal. Sollte erstmal reichen. Wie gingen die denn nochmal? Ne, die Carpenter-Blöcke, das waren sie nicht. Wenn ich mich nicht. So waren Carpenter-Blöcke, oder? Ja, okay. 30 Stück ist jetzt nicht so abnormal viel. Können wir ein paar noch nachlegen. So. Okay, gut. Und dann das Erste, was wir jetzt benötigen, was ich ja eben schon gesagt hatte: Carpenter. Hier sind sie bestimmt dabei. Genau, Barrier waren sie. Wie craftet man die? Okay, zwei Carpenter-Blöcke. So, und dann, was war daneben jetzt? Sticks, glaube ich, okay. Brauchen wir wieder ein bisschen Holz. Das reicht uns sonst nicht. Ja, Holz haben wir ja noch genug. Daran mangelt es jetzt erstmal so schnell nicht. Okay, mache ich es mal anders. Geht ein bisschen flotter. Okay. Dann haben wir.
das hier und das hier. Die Frage ist halt jetzt, wie viel ich mache. Ich werde einige benötigen. Ich denke aber, dass tatsächlich ein Stack uns doch ausreichen sollte. So, okay. Dann brauchen wir als nächstes Stone Slabs. Und die gingen ja so. Und damit sind wir, ja, damit schon mal durch. Okay. Gucken wir uns das mal an. Das kann erstmal weg alles. Und dann wird hier der komplette Boden zu Stone Slabs gemacht. Das ist nämlich dann der Balkon selber. Von dem her, darauf kann man dann gehen. Da wird auch eine Rakete hinkommen, genau hier hin, wenn wir unsere Raketen hinstellen. Und ja gesagt, die Rakete, die wir dann haben. So ist natürlich, Stone Slabs sind super blöd zum Platzieren. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Dieser Thuth Alloy Pickaxe ist mega geil. Also ich feiere dich auf jeden Fall. Cool, dass wir die da gefunden hatten. Und wie ich rausgefunden habe, erstmal vielen Dank wieder im letzten Video unter den Kommentaren. Wie ihr geschrieben hattet, ist dieser Unicorn-Stab anscheinend ziemlich high-end. Und die Frage ist, was ich damit mache. Ich kann ja wirklich damit nichts anfangen. Ich werde am besten mal in die Konfi reinfragen, wie ihr auch mir vorgeschlagen habt, wer momentan mit Thaumcraft arbeitet. Und dann kann ich ihn dann da verschenken oder vielleicht auch tauschen. Da kann man dann gucken, wie das dann passt. Okay, so. Vom Aufbau selber. So. Passt das ja erstmal so. Okay. Diese werden natürlich dann auch schwarz gefärbt. Das können wir, glaube ich, dann so machen. Alles klar. Jo, Zöller. Das ist dann der erste Teil der Terrasse. So wird das Ganze dann aussehen. Also, ja. Sehr schlicht, aber nett. Mir gefällt es auf jeden Fall. Jetzt muss ich überlegen ganz kurz noch. Die ziehe ich auf jeden Fall noch ein gutes Stückchen durch. Ich hoffe, das kommt auch hin. So, können wir erstmal so lassen. Stone Slabs wird auf jeden Fall auch eine knappe Sache. Die Frage ist, ob das hier schon tatsächlich zu viel ist. Ich überlege gerade. Ich mache erstmal hier die Ränder noch, hier überall. Wir müssen dann einen Übergang zu denen machen. Wie wir das dann genau machen, gucken wir dann noch. So, da habe ich einen verschwendet. Sieht auch nicht so. Ich mach's mal weg. Okay. So. Haben sich alle über so krasse Serverprobleme beschwert, aber momentan, es läuft eigentlich jetzt die letzten Male, wo ich gespielt habe. Diese kleinen Mini-Ruckler sind ja immer da. Aber dagegen kann man auch, glaube ich, jetzt nicht so schnell was machen. Aber soweit fühlt sich das für mich immer recht stabil an. So. Muss ich mir dann nochmal genauer angucken, wie wir den Übergang dann perfekt hinbekommen. Die Barrels, das geht auf jeden Fall bis hier, wird es mindestens gehen. Ich denke, das wird knapp werden sogar. Ich werfe die dann mal direkt alle ein. So, du kommst mit. Verbraucht sie auch einen Block? Ja, verbraucht sie mal. Ja, ist ja klar eigentlich. Aber wir haben zum Glück gerade hinten Säcke gefarmt. Von dem her können wir uns da gleich ganz schnell wieder neu machen. Das ist nicht das Problem. So, zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So. Na, das wollte ich nicht auch Stone Slab technisch besetzen. Noch einen kleinen Mangel. Das werden wir später auf jeden Fall auch noch ein paar mehr machen müssen. So. Zack, baue ich jetzt erstmal hier am Rand alles. Dann können wir das schon mal markieren, dass hier alles Terrasse wird. So, zack, na. Baue dich ab. Sehr schön. Wenn man den unteren der dann abbaut, dann bauen sich irgendwie beide ab, glaube ich. Oder wenn man das dann nach oben platziert hat. Können wir mal testen. Ich glaube, wenn man das... Nee, tatsächlich. Wenn die... Ja, stimmt. Okay. Weil die sind ja im Endeffekt zwei unterschiedliche Blöcke hier. Erst wenn man das da drunter macht, wird das ja zu einem dann. Eigentlich logisch. So. Na. Trotzdem zum Einsammeln manchmal ein bisschen blöd. Ich glaube, das waren schon alle oder habe ich noch ein paar? Ne, sind alle schon verbraucht. Okay, dann ist das hier schon mal der Grundanfang der Terrasse. Dann geht die Folge schon zu 10 Minuten, die Hälfte schon wieder um. Es ist jedes Mal das gleiche Spielchen. Ja. Das können wir so erstmal lassen. Hier, ich werde das dann später noch weitermachen. Dann machen wir erstmal diese Wand hier noch fertig. Weil das wird hier einfach auch, ja, einfach kopiert nach oben. So. Zack, nee, schwarz sind sie nicht. Nämlich Marble-Blöcke, so. So. Die gehen uns auch tatsächlich langsam leer, aber ich denke, dass es sogar mit denen genau hinkommen kann. Okay, so. Okay. Gut. Generell, das Haus gefällt mir mega. Also, ich bin super zufrieden damit. Ich habe da keinen Grund, mich zu beschweren. Dann machen wir es mal anders.
Weil die hier brauche ich ja. Dann kann ich das Stone hier mal reinpacken. Okay, so. Dann das hier. Das hier, wir haben 32. Ich hätte mir mehr mitnehmen können. Auch so passt das sogar einigermaßen. Dann dahin, dann der Painter. Und zack, so. Haben wir erstmal genug wieder. Und dann packen wir mal ein bisschen Müll weg noch. Gut, das ist jetzt kein Müll, aber trotzdem weg. Brauchen wir auch gerade akut nicht. Okay. Gut, dann weiter geht's hier. Dann brauchen wir erstmal, ich ziehe mal die ganze Linie schon mal durch. Das können wir auf jeden Fall machen. Zack, zack, zack. Na. So. Ich bin gespannt, wie lange wir noch brauchen werden. Mein Ziel ist so, dass wir jetzt langsam Ende der Woche eigentlich mal so ganz langsam damit durch sind. Also an sich sind wir nie fertig mit dem Haus. Es gibt immer was, was man ändern will. Aber ich meine halt so fertig, dass ja, wir schon Sachen drin aufstellen können. Wird natürlich noch ein Stückchen Arbeit, die Inneneinrichtung und sowas. Wobei da jetzt ja nicht so krass Übershit vorhabe jetzt zu machen. Okay, das passt soweit alles gut. Dann die Carpenter, kommen die Slopes. Platziere die mal überall. Baue mal an einer anderen Technik, wenn man so peu à peu, vielleicht ist das schneller, ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich aber nein. Und wer kommt aufs Gleiche. Dass er sich so irgendwie mehrere hinstellen, das checke ich dann nie. Wie gesagt, alles was hier überflüssig ist, kann später entfernt werden. Das ist nicht so die Problematik. So. Na, so. Bei den meisten von euch hat ja auch Schule wieder begonnen, oder? Wenn ich mich jetzt nicht irre, ist jetzt in fast allen, wenn nicht sogar allen Bundesländern wieder Schule. Von dem her, viel Spaß. Seid fleißig. Seid müde. Seid fleißig, nicht müde sein. ja, mal gucken. Die Schule bin ich jetzt zum Glück durch. Und dafür habe ich spannende Uni. Ist auch nicht viel besser, Leute. Glaubt's mir. So, nee, das machen wir nämlich nicht so, das kommt so hin. Und dann, genau, den kompletten Bogen durch. Mhm. So, dann das hier wieder weg. Und dann brauchen wir da das Glaspane rein. Dann kommt dahin. Das können wir leider dort noch nicht machen. Hätten wir eigentlich wieder Purple machen können. Die Pillar sind schon fast leer, leider. Habe ich ihn eingesammelt? Ich glaube ja. Okay, und dann nochmal das gleiche da in die Ecken. So, das hier. Die Schaufel benutzen wir gerade eh nicht. So, so. Haben wir das denn jetzt oben überall gemacht oder wollten wir das oben weglassen? Ne, haben wir jetzt überall gemacht. Ne, finde ich auch immer noch gut. Ja. Das ist, freut mich auch, dass das Grundstück, also das Haus perfekt aufs Grundstück auch passt. Um unten noch ein bisschen Platz, um irgendwas zu machen, aber an sich. Soweit steht das. Es hat, glaube ich, bis jetzt... gibt es jemanden, der ein fertiges Haus schon hat? Also wirklich so sagt, fertig ist. Das würde mich mal interessieren. Können wir uns mal angucken. Aber ja, aber Grundstücke fliegen dauert natürlich immer Zeit. Geht natürlich die Folgenzeit leider recht flott weg. So. Okay. Dann das hier. Und das da. Okay, dann brauchen wir wieder hier die Pillar an die Ecken. Und dann, na, die lassen wir sogar ganz kurz noch. Kann man schon mal platzieren. Meine quietschende Maus, man hört es in den Aufnahmen, glaube ich, nicht. Hat schon mal angehört, aber das ist echt, die quietscht. Die Maus quietscht. Einfach die ganze Zeit, die rechte Taste, wenn man sie drückt. Eigentlich sonst bin ich sehr zufrieden mit der Maus. Sehr, sehr zufrieden sogar, sehr geile Maus, aber sie quietscht. So, gut, dann haben wir das letzte hier und dann sind wir damit schon mal durch. Mit der Fassade. Okay. So. Okay, dann das hier hochziehen. Und so. So. Okay, dann das hier in die Ecken. Und dann die Pillar. Wir müssen uns auf jeden Fall auch neue machen. Da werden wir noch ein, zwei benötigen, denke ich. Das wird sich dann sonst nicht so ausgehen. So, 5 Minuten haben wir noch. Okay. Gut, fehlt hier sonst noch was? Scheint dem nicht so. Okay, dann fehlt im Endeffekt uns jetzt nur noch die Terrasse. Nee, das müssen wir auch noch hochziehen. Da wird keine Terrasse mehr hinkommen. So, dann können wir das noch machen. Mhm.
So. Und so. So, so. Und der Rest Ganze hier sollte Terrasse werden. Eigentlich. So, jetzt stelle ich mal hier dann direkt die Barriers komplett auf. Das sollte, ja, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, dann sollte das auch mit den Barriers geklappt haben. Man stackt genau passend. Okay, ja, hier sieht man schon mal. Also hier wird dann ein Stückchen offen sein. Hier wird dann noch weiter gebaut quasi. Dann kommt die Wand hier entsprechend hin. Alle fünf Blöcke hier in dem Bereich quasi so zack, 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 zack. Und dann kommen noch mal Wände hin und der Rest ist dann Terrasse. So als kleine Erklärung für euch. Eigentlich, was auch mal ein cooles Projekt wäre, wenn jemand mal die Mitte wieder verschönern würde. Könnte man mal rangehen, aber mit der Hand ist das ja eine unmögliche Aufgabe. Im Stream könnte man das mal machen. Es gibt, bin mir aber ziemlich sicher, dass es Items geben wird, mit denen man da direkt mehr Sachen platzieren kann. Also, denke ich mal, würde ich mal tippen. Okay, so, das ging perfekt auf mit denen. Wir müssen es aber trotzdem auf jeden Fall nochmal neu machen. So, Glass Paints haben wir auch noch einige von. So, dumm. Und, na, so. Und das hier wieder platzieren. Okay. Dann steht das jetzt hier auch soweit. Nee, das wird, da habe ich noch nicht fertig gemacht. Dumm. Oh, drei, vier. Na, der ist schief geworden. Okay. Mhm. So, das ist es jetzt erstmal. Gefällt mir. Dann haben wir an sich vom Prinzip, nee, das ist gelungen. Die zweite Etage abgeschlossen, wir müssen hier noch die Wände ziehen, noch den Balkon. Dann können wir uns mal direkt weitere Stone Slabs machen. Und da können wir als erstes direkt rangehen. So, einiges an Stone können wir hier schon mal rausholen. Dann Stone Slabs. So, und so. Sollten wir jetzt erstmal wieder ein paar bekommen, perfekt. Da muss ich halt gucken. Überall sind nur 5 Blöcke Abstand bis maximal. Das heißt, hier wird dann wieder die Wand gezogen. Nur die Frage ist, bis wohin? Ich glaube tatsächlich nicht weit. Nach 2. Ich weiß es gerade noch akut nicht genau. Ich werde hier noch ein paar. Hier vorne können wir schon mal auf jeden Fall platzieren. Hier wird alles freie Fläche sein. So. So. Zack. Na. Okay. Was auch gestellt wurde, die Frage, wo ich denn Maschinen hinmachen will, ME-System etc. Das kommt alles hauptsächlich im Keller. Also, macht ja am meisten Sinn. Wir haben auch den Platz und im Keller werden wir auch jetzt nicht so krass auf Schönheit achten, sondern vielmehr auf Effizienz. Klar, kann man so Hand in Hand ein bisschen machen. Mal was effizient ist und gut aussieht und schön aufgebaut ist, sieht auch gut aus. Aber so als Prinzip, ja, ist halt die oberen Etagen mehr die Deko geeignet, dann unten werden wir dann mehr darauf achten, dass es auch effizient ist. So, okay. Ja, von innen sieht es natürlich noch nicht gut aus, das werden wir dann noch reparieren. Sonst vom Teil hier, sonst kommt nichts mehr. Okay, dann wird hier das Dach schon kommen, dann wird hier noch ein zweites, so ein, wie soll man das nennen, Dachboden nenne ich das mal, kommt hier noch oben hin. Und das war's dann. Im Endeffekt teilt sich dann also auf erste Etage, zweite Etage, der Dachboden, Terrasse und Keller auf. Das ist soweit die Aufteilung. Okay, eine Minute haben wir noch. Lohnt es jetzt gar nicht auch weiter zu machen. Naja, da vorne, was steht da? Wir wollten auch sowieso, das werde ich... Aha, okay, da wurde wahrscheinlich ein Vision-Siegel aktiviert. So, was wollte ich jetzt nochmal sagen? Habe ich es vergessen. Um Gottes Willen. Was wollte ich denn jetzt nochmal sagen? Ach, genau. Was wir auf jeden Fall machen werden, vielleicht zwischendurch, ist ein Tesseract craften und unsere Windmühlen alle mal nach oben stellen und dort halt den Strom rüberholen. Also als kleine Abwechslung, weil ich möchte nicht alle Folgen jetzt im Hausbau verbringen, sondern zwischendurch auch ein paar Sachen so Fortschritt machen. Für Tesseract hatte ich ja schon mal erklärt, das ist dafür, dass wir auf die höchste Ebene machen können, die Windräder. Und dort wird dann einfach, ja, eine deutlich größere Menge Strom generiert. Ich glaube, das Doppelte oder so. Von dem her, das lohnt sich dann. Ich denke, wir können auch vorerst einfach bei den Windrädern bleiben. Weil die sind super billig zu craften. Und wenn wir neue brauchen, dann... Ja, keine Ahnung. Machen wir uns halt neue. So, sorry. Letzte Sache, die ich noch fragen wollte, war eine Speicherzelle. Weil ich generiere ja die ganze Zeit Strom, den ich nicht nutze. Ich würde alle Windräder aufstellen, um irgendeine Energiespeicherzelle zu machen. Könnt ihr mir eine empfehlen oder mir eine schreiben, wo halt wirklich viel Strom reinpasst, wo ich halt die ganze Zeit Strom reinladen kann? Mal, dann bleibt die Zeit hier nicht ungenutzt und dann können wir uns, ja, halt dick irgendwo mal Strom aufladen. Und falls dann alle Maschinen mal laufen, können wir auch mit Speed-Upgrades und dann reicht der Strom trotzdem.
Das wäre noch super. Daher auch die Idee für den Tesseract, das nach oben zu machen. Dann können wir in der Zeit, wo wir Haus bauen, einfach die ganze Zeit Strom ansammeln. Und dann, ja, irgendwo einspeichern. Oh, ein HP-Update. Weil die zweite Frage dazu ist aber noch, wenn ich den Block abbaue, ist dann der Strom weg. Weil dann macht der auch keinen Sinn, weil ich muss ihn auf jeden Fall mal umplatzieren. Gut, das war's mit der Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst eine positive Bewertung da, falls ja. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss!